Nur noch wenige Tage bis zur großen Premiere der Jubiläumstournee des Zirkus Roncalli. Auf dem Konrad-Adenauer Platz dreht sich derzeit alles um die letzten Vorbereitungen. Vor und natürlich im Zelt packen alle mit an, denn am 16. März muss alles bereit sein für die große Show. Dann heißt es Manege frei. Doch damit die Artisten mit den Proben beginnen können, muss zuerst das Zelt sattelfest gemacht werden. So lange proben die Musiker schon mal alleine. Bis zur Premiere haben wir natürlich eine ganze Menge Sachen noch zu machen. Da muss noch repariert werden, da muss noch mal was nachgepinselt werden. Und natürlich die Vorstellung muss jetzt irgendwann mal gestartet werden. Und da haben wir natürlich noch eine ganze Menge Proben vor uns in den nächsten Tagen. Und jetzt jeden Tag haben wir einen Probenablauf von 10 bis 10 Uhr abends. Und da werden wir in den nächsten Tagen noch sehr, sehr viele kreative Sachen für das Jubiläumsprogramm entwickeln. Es sind ja auch in diesem Jahr alles fast neue Artisten zum Jubiläumsprogramm engagiert. Das heißt, da gibt es natürlich auch viele technische Schwierigkeiten, die man überwinden muss, denn das will natürlich das Publikum nicht sehen, große Aufbauten, sondern wir versuchen diese Aufbauten so schnell wie möglich in den nächsten Tagen zu bewältigen. Und dann kommt natürlich auch der kreative Kopf dazu, das ist der Bernhard Paul, der dann natürlich dann sagt, wie er gerne das Jubiläumsprogramm am Ende aussehen lassen will. Und die kleinen Details, die entwickeln sich natürlich jetzt in den nächsten Tagen bei den Proben. Ich sage immer, wenn jetzt zum Beispiel jemand ein Gericht in der Küche kocht, dann schmeckt das vielleicht beim ersten Mal ganz gut, aber wenn das fünfmal gekocht hat, dann schmeckt das viel, viel besser. Und so ist es natürlich bei uns in der Vorstellung genauso. Man muss natürlich sehen, auf welche Gags das Publikum reagiert, bei welchen Nummern reagieren sie besser, vielleicht bei anderen vielleicht weniger. Dann muss man vielleicht mal eine Nummer an eine andere Position setzen. Und das entwickelt man natürlich nach einer gewissen Zeit und mit der Erfahrung auch mit dem Publikum. Und deswegen sagt man immer, die erste und die letzte Vorstellung sind meistens immer ganz anders. Also 40 Jahre Roncalli, da muss man den Leuten natürlich auch ein bisschen so eine Retro-Perspektive von den letzten Jahren bieten und natürlich auch, was in der Zukunft kommen kann. Also wir sind schon sehr, sehr gespannt, was wir ab nächste Woche dann hier unserem Publikum zeigen werden.